Seht ihr meine Urlaubsspange? Ha! Hast du dich jemals gefragt, ob eine Low-Carb-Ernährung möglicherweise deiner Gesundheit schaden könnte? Oder ob die Wissenschaft dahinter wirklich solide ist? Ist Insulin böse und Kohlenhydrate eine Gefahr für die Gesundheit? In diesem Video erfährst du die schockierende Wahrheit über die Gesundheitsgefahren, die hinter einer Low-Carb-Ernährung stecken können. Also bleib dran, wenn du herausfinden möchtest, auf welche 5 Wege eine Low-Carb-Ernährung dir gegebenenfalls schaden könnte und auch, wie du deine Gesundheit schützen kannst. Aber bevor wir dazu kommen, kurz noch in eigener Sache, mein Raus aus der Lustfalle Esssuchtprogramm startet wieder am 19. August und geht in eine weitere Runde. Und wer sich als esssüchtig empfindet und davon loskommen möchte, hat vielleicht Interesse daran und kann sich weiter informieren unter www.silke-rosenbusch.de/lustfalle. Und der erste Low-Carb-Mythos lautet, Insulin ist böse. Dem ist nicht so. In der Low-Carb-Szene wird argumentiert, dass man möglichst wenig Insulin ausschütten sollte, weil Insulin die Fähigkeit hat, Fett in Körperzellen festzuhalten und nur wenn der Insulinspiegel niedrig ist, so niedrig wie möglich, dieses Fett die Fettzellen verlassen kann. Insulin kann man aber nicht einfach nur verteufeln, denn es ist ein entscheidendes, lebenswichtiges Hormon, welches die Bauchspeicheldrüse synthetisiert und welches eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel spielt. Und obwohl eine übermäßige Insulinausschüttung in Zusammenhang steht mit Problemen wie Typ-2-Diabetes und Adipositas, ist die moderate Ausschüttung von Insulin nicht nur notwendig, sondern auch überaus förderlich für den Körper. In moderaten Mengen hat Insulin mehrere Vorteile. Neben dem Zucker bringt es auch noch andere Substanzen an ihre Zielorte. So zum Beispiel die Aminosäuren Tryptophan und Tyrosin, die vom Insulin über die Blut-Hirn-Schranke gebracht werden und dort zu den Glückshormonen Dopamin und Serotonin umgewandelt werden. Und eine zu geringe Transportrate dieser Aminosäuren über die Blut-Hirn-Schranke kann dazu führen, dass wir uns niedergeschlagen fühlen, unzufrieden und Probleme haben, einen Kick- oder Glücksmomente zu empfinden. Siehe mein Video von letzter Woche. Zudem fördert Insulin den Aufbau von Proteinen und damit auch Muskelmasse. Und je mehr Muskelmasse, desto mehr Kalorien verbrennen wir auch wieder. Insulin beeinflusst außerdem das Sättigungsgefühl und hilft damit, den Appetit zu kontrollieren, dass man sich schneller satt fühlt und damit übermäßiges Essen vermeidet. Außerdem wirkt Insulin entzündungshemmend. Das kann dazu beitragen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und das Risiko von entzündungsbedingten Krankheiten zu vermindern. Wie gesagt, das alles gilt für eine Ausschüttung, die moderat ist und eben nicht zu hoch. Insulin wird zudem pulsatil freigesetzt. Das bedeutet, immer wieder in kleinen Stößen, je nach Bedarf. Die Bauchspeicheldrüse reagiert hier exakt auf die Höhe des Blutzuckerspiegels. Und wenn man keine schnellen, sondern nur langsamen Kohlenhydrate isst, wird der Insulinspiegel demnach auch nie zu hoch. Außer leider bei einer Insulinresistenz, bedeutet Typ-2-Diabetes und seiner Vorstufe. Da kann es sein, dass wegen der Insulinresistenz trotzdem auch mit vollwertigen Kohlenhydraten zu hohe Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel erreicht werden. Zur Therapie von Typ-2-Diabetes habe ich übrigens auch einen Kurs im Sortiment. Das ist keine Low-Carb-Ernährung, sondern eine Ernährung, die vollwertige Kohlenhydrate enthält, aber die Insulinresistenz bekämpft, indem man Fett weglässt. Denn vor allem wegen zu hohem intrazellulärem Fett sind die Zellen insulinresistent. Also sie haben zu viel Fett in sich drin. Und wenn man das Fett rausholt und kein neues hinzufügt, hört die Insulinresistenz auf. Wer mehr dazu erfahren will, kann mal schauen unter www.silke-rosenbusch.de/diabetes. Aber zurück zur pulsatilen Freisetzung. Wenn man nicht gerade bis kurz vor Mitternacht große Mengen von Fett- und zuckerhaltigem Essen, Junkfood, in sich reinstopft, dann hat man über Nacht auch nicht das Problem, dass der Insulinspiegel dauerhaft zu hoch ist. Da ist es dann eher so, dass man nachts eben niedrige Insulinspiegel hat und so dann auch über Nacht das Fett abgebaut werden kann. Punkt 2, wie dir eine Low-Carb-Ernährung schaden könnte, ist natürlich das Cholesterin und das gesättigte Fett.
Hohe Cholesterinspiegel haben Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Und eine Low-Carb-Ernährung, die insbesondere reichlich gesättigtes Fett und auch Transfette enthält, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Es ist demnach wichtig, in der Ernährung darauf zu achten, welche Fettquellen verzehrt werden. Vor allem sollte man sich auf Omega-3- und Omega-6-haltige Fette konzentrieren. Aber auch davon, besonders von Omega-6, kann man zu viel essen, weil auch zu viele ungesättigte Fette durchaus den Cholesterinspiegel erhöhen können, sowie das Entzündungspotenzial im Körper. Fettsäuren werden vom Körper, speziell von der Leber, in Moleküle von Acetyl-CoA zerlegt und eben wieder aus diesem Acetyl-CoA baut die Leber dann auch wieder das Molekül des Cholesterins. Und das ist das Problem an hohem Fettverzehr. Es trägt automatisch zu einer höheren Synthese von Cholesterin bei. Kohlenhydrate, vor allem vollwertige Kohlenhydrate, machen das nicht. Wichtig an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wie hoch ein optimaler Cholesterinwert ist. Die Leitlinie definiert mehr als 190 Milligramm pro Deziliter als zu viel. Das erwähne ich deshalb, weil ich vor kurzem ein YouTube-Video gesehen habe von einem Nicht-Arzt, der aber einen Doktortitel führt. Das ist Dr. Stan Ekberg, der Keto mit intermittierendem Fasten empfiehlt, der Meinung war, oder der es so äußerte, meiner Recherche zufolge ist ein Cholesterinspiegel von 350 Milligramm pro Deziliter die maximale Obergrenze. Und aufgrund dessen habe ich auch öfter Kommentare unter meinen Videos von Low-Carbern oder Keto-Anhängern, die mir sagen, ihre Cholesterinwerte seien tipptopp, aber Zahlen nennen sie nie und ich bezweifle das halt. Wieder andere bezweifeln, dass die ganze Theorie mit dem Cholesterin und der Herz-Kreislauf-Erkrankung nur eine Lüge sei. Darüber gibt es auch einen Film, die Cholesterin-Lüge. Aber dem muss ich leider entgegensetzen. Cholesterin und Atherosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit das am stärksten und intensivsten untersuchte Fachgebiet in der Medizin überhaupt. Es ist absolut klar, dass zu hohe LDL-Cholesterinspiegel das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko steigern. Und je niedriger sie sind, desto mehr man profitiert. Und dass es keine zu niedrigen LDL-Cholesterinwerte gibt. Problem Nummer 3 bei einer Low-Carb-Ernährung kann sein eine zu niedrige Ballaststoffzufuhr. Eine Low-Carb-Ernährung, die zu wenig Ballaststoffe enthält, kann der Gesundheit schaden, weil Ballaststoffe eine entscheidende Funktion für die Verdauung haben und auch für die allgemeine Gesundheit. Ballaststoffe sind vor allem in kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln enthalten. Natürlich nicht in Weißbrot und Zucker, aber in Obst, Gemüse, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchten. Und sie sind wichtig für die Regulation der Darmfunktion, weil sie Wasser binden und den Stuhl dadurch weicher machen, was wiederum eine Verstopfung verhindern kann. Was Unwohlsein und Beschwerden verursacht. Und unter Verstopfung leiden 30-50% der Bevölkerung zumindest gelegentlich. Verstopfung kann dann wieder in der Folge zu Divertikulose oder auch Divertikulitis führen, aber auch zu Hämorrhoiden. Und auch die Entstehung von Darmkrebs wird mit Ballaststoffmangel in Verbindung gebracht. Dadurch nämlich, dass der Speisebrei nicht gut weiter transportiert wird, haben krebserregende Metabolite länger Zeit auf die Darmschleimhaut einzuwirken. Das sind so Sachen wie heterozyklische Amine, aber auch das Hämeisen und dieses reagiert dann mit den Darmzellen, woraufhin diese entarten können. Darüber hinaus haben Ballaststoffe eine wichtige Funktion bei der Regulation des Blutzuckers. Sie verlangsamen die Aufnahme des Zuckers aus dem Darm ins Blut und so lassen sich Blutzuckerspitzen vermeiden. Menschen mit Insulinresistenz oder Typ-2-Diabetes können daher von einer ballaststoffreichen Ernährung profitieren, wenn sie ihren Blutzuckerspiegel stabil halten wollen. Zudem tragen Ballaststoffe auch zur Senkung des Cholesterinspiegels bei. Sie binden Gallensäure im Darm und führen so zu deren Ausscheidung. Normalerweise wird Gallensäure synthetisiert aus Cholesterin, und wenn sie nicht ausgeschieden wird, recycelt der Körper sie wieder zu Gallensäure. Und wenn Ballaststoffe diese Gallensäure binden und ausscheiden oder zur Ausscheidung führen, kann der Körper sie nicht recyceln. Und das aufgenommene und von der Leber synthetisierte Cholesterin kann wieder zu Gallensäure verarbeitet werden.
Eine ballaststoffarme Low-Carb-Ernährung kann zudem dazu führen, dass gewisse Nährstoffe, Vitamine und Spurenelemente in der Ernährung zu kurz kommen. Dies kann dann zu einem Mangel von Vitaminen, Spurenelementen oder sonstigen essentiellen Nährstoffen führen, die für die Gesundheit unabträglich sind. Wer also unbedingt Low-Carb machen möchte, sollte auf jeden Fall darauf achten, viel stärkefreies Gemüse zu verzehren oder auch Beeren und sowas, sodass weiterhin gewährleistet ist, dass Ballaststoffe als auch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente dem Körper zugefügt werden. Punkt Nummer 4, warum eine Low-Carb-Ernährung kritisch sein kann, ist die Niere. Eine Low-Carb-Ernährung, die reich an tierischem Eiweiß ist, kann dazu führen, dass eine bereits vorgeschädigte Niere weitere Schäden erfährt. Einer gesunden Niere jedoch schadet tierisches Eiweiß nicht. Wenn die Niere aber bereits vorgeschädigt ist, muss sie härter arbeiten, um tierisches Eiweiß zu filtern und aus dem Blut zu entfernen. Dies kann zur Überlastung der Niere führen und sie weiterhin beeinträchtigen. Tierisches Eiweiß enthält zudem stickstoffhaltige Verbindungen und andere Metabolite, die bei der Verdauung entstehen und von der Niere wieder aus dem Blut rausgefiltert werden müssen. Und wenn diese Stoffe nicht ordnungsgemäß von der Niere ausgefiltert werden, können sie sich im Körper ansammeln und zu Nierensteinen oder anderen Nierenerkrankungen führen. Darüber hinaus kann eine Zufuhr von zu viel tierischem Eiweiß zu einer Dehydratation führen. Da die Niere mehr Wasser benötigt, um anfallende überschüssige Produkte zu verdünnen und auszuscheiden. Dies kann die Niere weiter belasten und ihre Fähigkeit zur Regulation des Wasserhaushalts beeinträchtigen. Pflanzliche Proteine belasten die Niere hingegen nicht. Daher würde ich Patienten mit einer Nierenvorschädigung auf jeden Fall von einer Low-Carb-Ernährung abraten, es sei denn, sie führen diese rein pflanzlich, also vegan, durch. Punkt Nummer 5 bei einer Low-Carb-Ernährung ist das Energielevel. Dies kann ein weiterer potenzieller Nachteil sein und gegebenenfalls zu Erschöpfung und geringer Energie führen. Kohlenhydrate sind die Hauptenergiequelle für unseren Körper, speziell für Muskeln und für das Gehirn. Wenn wir unseren Kohlenhydratkonsum reduzieren, kann es zu einem Mangel an schneller Energie kommen. Viele Menschen berichten von Müdigkeit, Erschöpfung oder Leistungseinbußen während ihrer Low-Carb-Zeit. Anders sieht das allerdings bei einer ketogenen Ernährung aus. Hier ist es so, dass der Körper aufgrund eines so niedrigen Kohlenhydratverzehrs die Synthese von Ketonkörper induziert. Ketonkörper können ebenfalls vom Gehirn und von den Muskeln verwendet werden. Und wenn man dauerhaft im Ketomodus ist, also ketogen lebt, dann hat man auch keinen Mangel an schneller Energie, was ein Vorteil sein kann. Ein Nachteil hingegen ist, dass Ketonkörper sauer sind, unser Körper nicht daran angepasst ist, dauerhaft in Ketose zu sein. Das war das Notfallprogramm in der Evolution. Und dass so das Blut übersäuert wird, die Knochen Bicarbonat bereitstellen müssen, um diese Säure zu puffern, gleichzeitig Calcium frei wird und dieses Calcium dann wiederum in den Nieren ausfällt und so zu Nierensteinen führen kann, während die Knochen immer brüchiger werden. Fazit: Wer also unbedingt versuchen möchte, mit Low Carb abzunehmen, sollte vielleicht über Slow Carb nachdenken und dann nochmal darüber, ob er es möglichst pflanzenbasiert machen möchte. Und dann vielleicht nochmal, ob er statt gesättigter Fette eher zu ungesättigten essentiellen Fetten greifen möchte. Und wenn sich dann jemand damit wohlfühlt und sein Cholesterinspiegel in einem optimalen Bereich ist, dann führt diese Ernährung auch zu keinerlei weiteren gesundheitlichen Problemen. Wer jetzt übrigens unsicher ist, wie denn gesunde Ernährung geht, wenn er dachte, Low Carb sei gesund und jetzt feststellt, das ist es nicht, ich habe auf meiner Website einen Download für einen 7-Tage-Ernährungsplan, gesunde Ernährung. Den kann man sich kostenlos runterladen unter www.silke-rosenbusch.de/gesund. Und wenn du jetzt noch wissen willst, was du, wenn du Typ 2 Diabetes hast, statt Low Carb vielleicht besser machen kannst oder warum du nicht Low Carb oder Keto machen solltest bei Typ 2 Diabetes, schau dir unbedingt dieses Video an. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir einen Daumen hoch. Und abonniere diesen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche. Ich sag ciao, macht's gut, bis dann, eure Silke.